Im Buch treffe ich 15 Protagonisten vom Amateur, vom Hobbyfahrer bis zum absoluten Profi. Zum Beispiel Fabian Cancellara erzählt mir oder hat mir für das Buch erzählt, wie für ihn ein perfekter Tag auf dem Rad aussieht. Ashley Monman-Pasio erzählt, warum man auch mal aus der Komfortzone austreten muss. Die Münchner Burschen von Vici Bavarese sagen, hey, es darf auch mal durchaus ein Schweinsbraten sein nach dem Rennradfahren. Und John Degenkolb verrät, warum es ihn immer wieder nach Paris-Roubaix zieht und warum das genau sein Rennen ist. Es geht um Begegnungen, es geht um schöne Pässe, es geht um besondere Momente und es geht darum, wie dieses Lebensgefühl Rennrad all diese Personen einbringt.